Hallo Leute, hiermit will ich endgültig beweisen, dass die Hirnlosigkeit der Globalisten, das ist keine Beleidigung, das ist ein Beweis für Hirnlosigkeit der Globalisten. So, ein Senkblei, wenn man ihn aus einem höheren Gebäude runterwirft, dann muss es nach der Theorie der Gravitation von der Erde nicht senkrecht wie dieses Runterfallen, sondern von der Masse, großen Masse der Wand angezogen werden. Aber das geschieht nicht. Das ist mal... Wow. Also, ich zieh meinen Hut. Ehrlich. Dir entgeht ja gar nichts. Schon neulich hast du so einen Knaller rausgehauen? Und jetzt schon wieder. Alter, wie machst du denn das? Krass. Aber wenn ich mir dazu überlege, was du sagst, da ist auf jeden Fall, da ist was faul. Das stimmt, was du sagst. Das müsste genau so sein. Ich meine, gerade du als Profifotograf, natürlich auch als weltberühmter Erfinder, du kennst dich ja aus mit solchen Sachen, oder? Ich halt nicht so. Dann mach es mal weiter. Aber also ich bin neugierig. Weil ihr habt doch das bewiesen, dass die Erde angeblich eine Gravitation hat. Dann muss dieses Senkblei von der Wand nur ein bisschen angezogen werden. Also, ihr seid sowas von, keine Beleidigung, hirnlos, weil ihr könnt nicht weiter ein bisschen denken. Ihr seid hirnlos. Ihr habt nicht weiter gedacht. So, danke für eure Aufmerksamkeit. Versucht das bitte zu widerlegen. Danke, ciao. Ach, Johann, was gibt's denn da zu widerlegen? Die Sache ist doch wohl eindeutig. Und vor allem, ihr könntet doch ganz einfach beweisen, dass du recht hast. Mich wundert, dass da noch keiner vorher drauf gekommen ist. Weil ihr könntet ganz einfach ausrechnen. Ha, es wird wunderbar. Pass auf. Nehmen wir einfach mal Newtons bekanntes Gravitationsgesetz. Nach dem zweiten Newtonschen Axiom, Kraft gleich Masse mal Beschleunigung, kann man ein bisschen umstellen und dann kriegen wir für die Gravitationsbeschleunigung bzw. Gravitationsfeldstärke die einfache Formel hier. So, dabei ist Groß G die Gravitationskonstante, Groß M die Masse der Erde und R der Radius der Erde. Ganz simpel. Und für Objekte nahe der Erdoberfläche ist das doch hinreichend genau. Und jetzt brauchen wir doch nur stumpf einsetzen, die Werte sind ja bekannt. Gravitationskonstante, Radius, Masse. So, einfach mal die Werte darin gestopft. Ja. Gut. Fasst man das jetzt ein bisschen zusammen und vereinfacht die Einheiten ein bisschen, dann bekommt man das hier. Den Zahlenwert kann man jetzt schon abschätzen. Und als Einheit ergibt sich entweder das bekannte Meter pro Quadratsekunde als Maß für die Beschleunigung oder man sieht es als die Stärke des Gravitationsfeldes an, also die dadurch wirkende Kraft. Ein Kilogramm mal Meter pro Quadratsekunde ist genau die Definition eines Newton. Also ergibt sich der bekannte Wert rund 9,82 Newton pro Kilogramm. 9,81, 9,82, ein Mittelwert. Kennt man. Gut. Machen wir das gleiche Spiel für ein Haus. Also eine normale Einfamilienhöhle, sagen wir, Radius von 5 Metern und eine Masse von, warte ich, so ein Ding, 200 Tonnen oder so. Gut, bei den Amis drüben wird natürlich deutlich weniger, ist ja klar. Die bauen ja gerade im ländlichen Bereich ihre Häuser nicht aus Stein, sondern aus Balsaholz und Pappmaché. Also quasi Modellbau im Maßstab 1:1. Deswegen haben die ja auch nach jedem kleinen Tornado auch direkt wieder den kompletten Bausatz zerlegt vor sich zu liegen und können neu anfangen. Ein unendlicher Bastelspaß, wenn man es mag. Aber zurück zum richtigen Haus. So, einfach wieder stumpf in die Formel reingestopft. Ergibt sich als Gravitationsfeldstärke für das Haus ein Wert von 0,00000534 Newton pro Kilogramm. Das ist auf jeden Fall mal größer als 0, also deutlich. Und das sind immerhin so circa
0,00054% der Feldstärke der Erde. Also ziemlich klare Sache. Kräfte dieser Größenordnung kennt man auch von woanders. Also da kann jeder LKW-Fahrer ein Lied von singen. Man stellt sich mal vor, da steht da 40 Tonner, voll beladen, abfahrbereit, alles sorgfältig austariert und gesichert. Und dann kommt aus dem Hinterhalt der Angriff. Dann kommt da ohne Vorwarnung ein skrupelloser, terroristischer, junger Spatz und setzt sich mit brachialer Gewalt und der gesamten Masse seines Körpers auf den LKW. Und die bringen auch mindestens 0,00005% der LKW-Masse auf die Waage. Also 20 Gramm und mehr. Und da hast du keine Chance. Da kannst du nichts mehr machen. Da kannst du nur noch hoffen, dass nicht eine Achse bricht. Also da wirken Kräfte, genau wie bei dem Senkblei und der Hauswand. Die darf man nicht unterschätzen. Oder? Was meinst du? Johann?